Ist das Mikro an? Ja. Oh. Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge. Der McCry 3. Ja, da ist aber den Titel vergessen. Falls du schon fragst, ob ich gerade so gute Laune habe. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade betrunken. Nee, also ich habe ein bisschen viel Milch zu mich genommen, ja. wir zocken jetzt den McCry. Ich habe ja gesagt beim letzten Mal, dass wir von hier aus anfangen, weil ich weiß nicht, ob bei der nächsten, beim nächsten Bildschirm halt ein Cutscene kommt oder nicht. Und deswegen habe ich jetzt mir gedacht, komm, scheiß drauf, wir fangen jetzt von hier aus immer an, damit ich auch rechtzeitig mit der Aufnahme anfange. Und da will ich jetzt nicht lange drum rum reden, ja, aber geil, ne, habe ich voll geil gesagt. Gott. Moment, ich muss noch kurz hier ein bisschen das Bildschirm einstellen nochmal vom OBS, weil, voll scheiße und so, dann habe ich einfach außerdem maximiert, ja, ich Idiot, wo ich nicht das wollte. Jetzt habe ich zu viel vom Bildschirm weggelassen. So, perfekt. Gut, starten wir mal. Verdammt. Genau, und auf Leicht werde ich auf jeden Fall nicht erstmal anfangen. Oh, Katzin. Uiuiui. Badass. Voll geil. Also ich meine die Katze, nicht die Frau. Oh, die Frau. Na ja, komm, ich lass mich jetzt nicht drauf ein auf so eine Art. Oh, nö. Nice. Familienbande, bestehen Sie die Probe und bahnen Sie sich einen neuen Weg. Alles klar. Jetzt gucken wir mal kurz mal, was wir so Schönes haben. Ich überlege, ob ich sie bei dem Spiel verschiedene Schwerter bei schon ihre Kräfte voll nutzen kann. Ich überlege, ob ich. Aber gut, das war eigentlich ziemlich geil, oder? Das mit dem Ausweichen und so weiter. Kann ich gut gebrauchen. Hier kriegst du mir mal Agni und Rudra aus. Der Cerberus. Tut mir leid, Cerberus, aber ich will mit Doppelschwert spielen. Objekte, Aktionen. Kann ich erlernen? Ja, kann ich. Dann gucken wir mal bei Rudra. Jetstream. Schlagen Sie bei dieser Power-Variante des Jetstreams noch schneller auf mehrere Gegner ein. R1 drücken, den linken Stick nach vorne und bewegen. Ja, okay. Bin schon verwirrt. Durch Rotation auf der Stelle mit Überschall erzeugen Ihre beiden Schwerter einen Flammzyklon, der Gegner in Ihrer Nähe verbrennt. Boah, das ist auch geil. Ich kann nur eins kaufen. Machen wir erstmal Jetstream. Perfekt. So, das werde ich auf jeden Fall später kaufen. Habe ich noch Objekte? Ja, ich habe noch einen großen Ding. Perfekt. So, Schusswaffen. Alles klar, Ende. Ja, auch ein großes Ding. Oh ne, ich wollte fast was Falsches sagen, ne? Ich sollte damit aufhören. Oh, scheiße. Was ist eigentlich, wenn ich versuche, hier durchzugehen? Ah, okay, nichts. Ich dachte, vielleicht kommt dann noch so ein Bonusraum wie bei Teil 2 oder so. Gut.
Der durchdringende Blick der Statue dieser Göttin ist auf... Göttin, ja, nicht Göttin. Ja, ist auf die Vordertür gerichtet. Kann ich das zerstören? Nee. Boah, Agni und so weiter gefällt mir. Okay, heißt, ich muss wahrscheinlich, um da durchzugehen, muss ich erstmal alles andere machen. Das machen wir jetzt auch. Da ist wieder so ein Shop. Wer eine Probe besteht, ist noch nicht weit. Wer zwei Proben besteht, erweitert seinen Horizont. Wer alle Proben besteht, erfüllt sein Potenzial. Alles klar. Drei Proben, okay. Ihre Weisheit wird im Raum vor Ihnen auf die Probe gestellt. Setzen Sie Ihre Lebenserfahrung ein. Vom krabbelnden Kleinkind über den aufrechten Mann bis zum Kreis, der sich auf seinen Stock stützt. Soll das ein Rätsel sein? Dann gucken wir erstmal das mal. Ihre Techniken werden im Raum vor Ihnen auf die Probe gestellt. Überwinden Sie alle Hindernisse, um Ihre Zukunft zu sichern. Okay, das scheint ein Kampf zu werden. Ihr Kriegsherz wird im Raum vor Ihnen auf die Probe gestellt. Lassen Sie alle Wappen leuchten, um die Wut des bösen Geistes zu bezähmen. Okay, ich vermute mal, das soll ein Rätsel sein, das soll ein normaler Kampf sein und das soll ein Bosskampf werden. Dann gehen wir erstmal so lang. Machen wir erstmal das Rätsel. Oh shit. Okay. 2, 3, 4. Gehen wir erstmal zu 2 rein. Ah, mieses Stück Scheiße, ey. Ich war auf einer Combo. Ah! Ich sterbe gleich hier. Zu viel, los! Oh, ich bin gleich tot, ey. Oh, und ich bin tot. Scheiß die Wand an, Mann. Nochmal. So. Okay, Raum der Weisheit. Gehen wir mal in den hier. Okay. Woran erkenne ich denn überhaupt, dass der richtige Raum ist? Haben wir gerade von ihr, ne? Ich vermute einfach mal 2. Perfekt! Ah, da ist 1, 2, 3. Jetzt vermute ich mal 3. Jawohl! Weisheit-Essenz. Kaum greifbare Wissen der Vorväter geben sie dies der Göttin, um einen neuen Weg zu öffnen. Perfekt. Oh. Jetzt habe ich mir das nicht gemerkt, von wo ich kam. Scheiße. Oh, nevermind. Bin wieder zurück. Perfekt. Ach, vom krabbelnden Kleinkind über den aufrechten Mann bis zum Kreis, der sich auf seinen Stock stützt. Wahrscheinlich war das ein Tipp gewesen. Okay, gut. Das haben wir auch schon mal. Gucken wir mal, was hier ist. Gut, hier wird wahrscheinlich ein Kampf kommen. Oh, fuck. Kommt jetzt immer näher? Wie kann ich die Kamera drehen? Okay, ich glaube, ich verstehe so ein bisschen, was da abgeht. Okay. Laufen wir mal los. So. So. Okay. Das heißt, ich muss hier an der Wand springen.
Hat wieder gut funktioniert. Perfekt. Ja. Geschafft. Okay, das war glaube ich zu einfach ein bisschen. Okay, das ist jetzt nicht einfach. So. Perfekt, so. Man erreicht und nicht S, das ist natürlich zwar nicht auch gut, ja, aber ist zumindest ein kleiner Erfolg. Gut, haben wir auch geschafft. Also bis jetzt war das am schwierigsten, ne? Weil das habe ich gar nicht verstanden. So, wie wird das Kriegherz? Ich glaube mal, dass hier ein Bosskampf sein wird. Ja, das schauen wir uns jetzt an. Oder wahrscheinlich ein Kampf sogar. Oh, wartet mal, mein Stick ist wieder am Driften, ne? Moment. Ich hasse es einfach. Ich brauche, glaube ich, einen neuen Controller. Ja, war also klar, ne? Okay. Vergiss immer auszuweichen. Eigentlich sollte ich mir immer ausweichen in dem Spiel. Ah gut, die Ficker zerreißen mich auch in 1000 Teile, ja. Aber im Leben, das war wichtig. Leben war auf jeden Fall wichtig, ja. Oh mein Gott! Okay, da war zwar vorbei, ja. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ich kann. Alles klar, gut zu wissen. Dieses Ding geht mir so auf die Eier, dass er die ganze Zeit verteidigen kann, ey. Okay. Wenn wir das jetzt so spielen. Oh fuck. Muss ich eigentlich schlagen oder was muss ich hier machen? Ja, ich muss das schlagen. Okay. Und jetzt? Ich muss wahrscheinlich den Kampf gewinnen oder so, oder? Boah, das ist so geil, oder? Mit dem Breakdancing da oder was? Okay, ich bin gleich tot schon wieder. Es nervt.
Was habe ich denn alles jetzt? Habe ich die beiden eigentlich jetzt erhalten oder muss ich jetzt alles von vorne machen? Ja, die beiden habe ich erhalten, okay. Spiele ich jetzt von Level 1 aus bei leicht anfangen? Ja, da muss ich ja 6 Level spielen. Das ist halt ein bisschen kacke, wenn ich das machen müsste. Perfekt. Oh oh. Showtime. Hahaha. So. Ah, Mann, Alter! Dass sie immer meinen Kompass unterbrechen, ne? Oh oh. Wer weiß nicht, die Fackel unsterblich oder so? Sag mal, was ist das denn, Alter? Geht doch. Moment, bevor ich jetzt sterbe. Wahrscheinlich sterbe ich eh. Hab das gewastet, ne? Aber ist mir scheißegal. Ich hab jetzt keinen Bock, das nochmal zu machen, ne? Nice. Alter, das war auf jeden Fall extrem, was da abging. Kampfessenz. Kampfessenz. Oh mein Gott. Huch. Sehr intensiv auf jeden Fall, also denke ich schon mal. Oh Mann, oh Mann. Sorry, dass ich nicht gerade gelabert habe, aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie krass das gerade war, nicht zu sterben. Hat auf jeden Fall schon viel, ne? Alle drei Rätsel gelöst, jetzt kann ich ja eigentlich. So, wer jetzt drückt oder was? Und kann ich eigentlich was jetzt kaufen nochmal? Ja, doch, eigentlich kann ich schon was kaufen, ne? Ich hab doch eigentlich. Oh, noch nicht. Okay, nevermind. Aber eigentlich Dryfall. So, jetzt hier könnte ich das, glaube ich, machen, oder? Ja, vorhin zum Beispiel benutzt Kampfessenz. Es ist nichts passiert. Sie haben folgendes Objekt benutzt, Technic Essence. Okay, aber ich habe ja 3 verdient, von daher. Sie haben folgendes Objekt benutzt, Weisheit Essence. Jawohl. Artemis, eine Schusswaffe aus der. Eine Schusswaffe, die mit konzentrierten Dämonen gefeuert. Ah, scheiße, ich muss sie wieder da. Oh.
Fällt mir gerade ein, da kann ich das ja von hier aus ausrüsten, ne? So. Das heißt, die Waffe hätte ich eigentlich nicht ja, nehmen wir die Schrotflinte mit raus, ne? Das heißt, die Waffe hätte ich eigentlich ja nicht bekommen, wenn ich jetzt die dritte Dings noch nicht gemacht hätte. Ah, okay, gut zu wissen. Ja, Level kann ich nicht. Das ist so schlimm. Obwohl, einmal muss ich nochmal zurück, ja. Ich muss es leider tun, ne? Ich muss nochmal so ein Objekt kaufen. Weil wenn ich das nicht kaufe, bin ich auf jeden Fall tot. Ich werde wahrscheinlich noch so aufsterben. Ja, wahrscheinlich kommen noch auch so Leute so, boah, ich habe Devil May Cry durchgespielt, ohne zu sterben. Ja, freut mich für euch. Oh. Jawohl. Wie soll ich denn auf B rübergehen, ne? Alter, hat nicht lange gedauert. Nein, nein, auf keinen Fall. Pff, kann nicht dauern, ne? Gut, haben wir auch jetzt schön gemacht. Und da waren rote Orbs, aber wo waren die? Waren die jetzt hier? Doch, die waren hier. Okay, so war es auch, glaube ich, schon mit den roten Essenzen. You break my heart. After all, it was I who gave you your name. My darling daughter. Oh shit. Oh, saß auch mit der Tochter. Ja, irgendwo habe ich auch. Als er mit ihr geredet hat, dann habe ich mir schon gedacht, so, okay, das ist der Vater von ihr. gut, B-Rang. Ja, war so klar. Und kein Boss-Bonus? Alles klar, gut zu wissen. Danke dafür. Egal, scheiß drauf. So, dann bedanke ich. Gut, es gab ja auch keinen Boss, und warum soll ich einen Boss-Bonus bekommen? Gut, dann bedanke ich mich auch hier fürs Zuschauen, ne? Nochmal zu der Szene. Es war mir klar, dass es der Vater ist, nachdem er gesagt hat, schon, wie kannst du die Waffe auf mich richten? Da wusste ich schon, okay. Er wird jetzt sagen, dass er ihr Vater ist. Puff, Mindblow, weißt du? Also, bis zum nächsten Mal rein. Ciao, ciao.